Schönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zur Top 20 des Jahres 2020. Den Großteil haben wir schon hinter uns gebracht, sind mittendrin in der Top 10. Die 10 sowieso, die Top 10 machen wir ja die ganze Zeit, aber auch die Top 10. Wir sind bei Platz Nummer 8 angekommen und der gehört Ghost of Tsushima auf der PlayStation 4 gespielt. Wobei, könnt ihr euch gerne, wenn ihr eine PlayStation 5 habt, erwischen können, da drauf, denn meine Herren, ne? Also gerade was die schönen Vistas, die Locations, die Gegenden angeht, die in hoher Auflösung als auch hoher Framerate zu sehen, ne? Wo fast jeder Screenshot wie ein gemaltes Bild dann aussehen kann. Mit den fallenden Blättern, mit den Lichteffekten, mit allem drum und dran auf der kleinen japanischen Insel, ja, in der Vergangenheit natürlich angesiedelt während der Zeit, als die Mongolei versucht hat, nach Japan einzudringen und hier eine fiktionalisierte Geschichte, die erzählt wird von eben Jin Sakai, einem der letzten Samurai, die übrig sind auf der Insel Tsushima. Und Tsushima liegt zwischen dem Festland und Japan sozusagen, also das ist da so der erste Punkt ist, wo die Mongolen hätten bei einem Angriff Japans hin können und bildet so die erste Front sozusagen und die wird zu Beginn des Spiels gleich eben eingenommen und da seid ihr eben als Jin Sakai unterwegs, so seine ganzen Samurai-Kollegen und Verwandten, fast alle wurden geschlachtet und er muss schauen, ob er als einzelne Person den Mongolenherren gerecht werden kann, Kompagnons sammeln und so weiter natürlich, weil ganz allein schafft man es selbstverständlich nicht, wobei er schon den Großteil, würde ich sagen, mal selbst erledigt. Hier, was die ganzen Nebenmissionen und Hauptmissionen und so alles angeht. Also, wenn er nicht wäre, dann wäre das schon ein ziemlich deutlicher Sieg für die Mongolen, womit man es mitnehmen kann. Und der ist dann eben in dem Open-World-Spiel, sehr Ubisoft-like, muss man im Großen und Ganzen eben sagen, von den Elementen, die verbaut wurden, von der eigentlichen Gameplay-Loop her unterwegs. Allerdings Sucker Punch, die als Team ja bereits sowas wie die Infamous-Spiele gemacht haben, die eine leicht andere Ausrichtung gehabt haben, mit ihrem Gut-Böse-System und so weiter, mit ihren Superhelden-Fähigkeiten, die dann dazu kommen. Das ist ein bisschen anders bei Jin Sakai hier, der nicht klassisch über übernatürliche und Superhelden-Fähigkeiten dann verfügt. Wobei so ein kleines übernatürliches Element ist drin, aber nicht so vorherrschend, wie es jetzt bei vergleichbar an anderen Spielen wäre, die dann, also es ist kein Nioh zum Beispiel, das komplett auf diese Dämonen-Thematik und übernatürliche Geschichte dann einsteigt und reingeht. Allerdings, ich habe es eingangs gesagt, technisch wirklich, selbst auf der PlayStation 4, ein richtig schönes Game gewesen. Es macht Spaß, auf der Insel unterwegs zu sein und sich anzugucken, was man hier und da findet, gameplay-technisch. No? Nioh ist vielleicht so ein bisschen der Vergleich, weil Nioh ist zwar eher ein sehr schwieriges Dark Souls-mäßiges Game, no, was den Schwierigkeitsgrad und das Kampfsystem angeht. Hier hat man eher so ein, wie will ich sagen, Ninja Gaiden Light oder so, ne? Also nicht Ninja Gaiden im Schwierigkeitsgrad, aber es sind dann eben diese Schwertduelle mit dabei, die teilweise echt cool umgesetzt wurden. Vielleicht auch ein bisschen Batman Arkham, kann man sagen, ne? Von den vielen Gegnerhorden, die auftauchen, den richtigen Combo finden. Für die Gegnertypen müsst ihr dann umschalten, jeweils auf verschiedene Stellungen. Oh, jetzt kommt einer mit einem Hammer, das heißt, ich brauche diese Stellung, um entsprechend seine Deckung durchzubrechen und dass so ein gewisser Rhythmus gefunden wird, das dauert seine Zeit. Da ein Stealth-Fundament drunter, weil als Samurai wird man natürlich ja sagen, hey, komm her und kämpf ehrenvoll gegen mich, ne? Was man natürlich dann auch machen kann, um ganz gut schon mal ein paar Leute erledigen, aber auch der Konflikt der Story, nee, ist dann eben, dass auch mit weniger Ehre gekämpft wird und da Stealth-Ninja-Fähigkeiten eingesetzt werden, Hinterrücksleute meucheln, ne, was einem problemloser durch die Sachen, die einem vorgesetzt werden, bringt, aber dass aber auch die eigenen Moralvorstellungen eines Samurais dann über Bord wirft und das natürlich eine ganz große Thematik innerhalb der Story ist. Spielerisch funktioniert alles cool. Ne? Ihr müsst okay damit sein, dass es eben ein weiteres Open-World-Spiel ist, dass es auch genauso gut Assassin's Creed Shogun hätte heißen können. Ne? Ich hätte nicht mit der Wimper gezuckt, wenn ich exakt das gleiche Spiel bekommen hätte und da ein Assassin's Creed mit einem Beinamen dabei gestanden hätte, weil dann so die grundsätzlichen Sachen funktionieren eben, wie man es von Assassin's Creed erkennt. Die Untermissionen, die man machen kann, manche davon sind so Kletterrätsel, um Schreine zu bekommen, Verfolgung sind dabei, Befreien von Lagern, was dann eher die Stealth- und Kampffähigkeiten
Athleten dann abfragt und schaut, wie gut ihr das machen kann. Natürlich auch mit einem Auf-Level-Pfadführer Charakter, dass da auch mehr Fähigkeiten und Sachen dazukommen, die er machen kann, was wichtig ist, ne? Damit das nicht dann zu leicht und easy dann wird, sondern dass ihr auch das Gefühl habt, eine vernünftige Steigerung zu haben, so wie Jin lernt, dass ihr auch mitlernt und mit neue Sachen machen könnt. Nicht alles ist ein absoluter Hit von den Kleinigkeiten, die man machen kann. Das sind so kleine Minigames und hier Reaktions- und Merkgeschichten, schnelle Art, die sind okay, aber jetzt nicht so herausragend. Aber es findet sich immer, da irgendwas zu machen. Selbst wenn ihr nicht im Critical Pfad, ne, der Story, dem Story-Pfad, dem Story-Weg dann folgen wollt, sondern auch abseits einige Sachen machen könnt. Ich habe viel auf dem ersten Inselabschnitt, man hat drei insgesamt sozusagen, in die man sich nacheinander mit der Story vorarbeiten muss, dass man noch nicht die ganze Insel bereisen kann. Ich habe mehr zuerst von Nebenmissionen gemacht und weniger die Hauptstory, um einmal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Es ploppt auch relativ viel da auf. Dann im späteren Part mich mehr auf die Story konzentriert, weil das, was da ist, läuft ja nicht weg, ne? Und da sind zwar interessante Upgrades, die ich erstmal habe liegen lassen, wo aber das Spiel auch so für mich dann funktioniert hat. Auf der PS4 Slim fängt es gegen Ende hin an, doch recht deutlich zu ruckeln, wenn dann sehr große Level und viele Gegner und Effekte dazukommen. Da wird es noch, okay, das kann man spielen, aber da sah es vorher cool aus. Das sollte sich auf der PlayStation 5 hoffentlich gelegt haben, ne? Oder wahrscheinlich auch auf der PS4 Pro, wenn ihr es damit gespielt habt oder spielen wollt, aber das sind so Sachen, die dann nicht ultra negativ dagegen einschlagen. Ich habe auch eine Zeit gebraucht, um mit den Charakteren und der Story warm zu werden. Ich finde, die wirken ein bisschen abziehmäßig im ersten Drittel, in der ersten Hälfte oder so. Oder nach und nach wachsen mir ans Herz, relativ, muss man sagen. Also ich werde vertrauter mit denen und es kümmert mich schon, was mit den Figuren passiert. Da sind ein paar interessante Schicksale mit bei und auch, was Jin Sakai jetzt hier durchlebt und was er macht. Was hier fehlt, wäre, kann man konkret sagen, diese Varianz, die man bei Infamous hatte mit, okay, der gute und böse Pfad, der die eigentlichen Fähigkeiten dann auch beeinflusst. Der ist hier nicht wirklich gegeben, weil du wirst von der Story natürlich in dieses moralische Dilemma dann gezwängt, ne? Verrätst du deine Ideale und wirst du zum meuchelnden Ninja oder bist du der ehrenhafte Samurai, der eher sein Leben verwirkt, als jetzt unehrenhafte Sachen zu machen? Das wird in der Story aufgearbeitet und spitzt sich dann auf ein halbwegs interessantes Finale zu, eben wenn man mit den Charakteren einigermaßen investiert ist. Aber dann fehlt einem auch, wenn man schon die Infamous-Sachen kannte, dass man so ein bisschen dran drehen kann. Ich weiß, man muss sich entscheiden, willst du irgendwo hin mit der Story konkret oder willst du das eher offener lassen für die Leute? Und hier hatten die eben bei Sucker Punch das Gefühl, lass uns ein bisschen kohärenter in Richtung Story arbeiten, lass uns ein bisschen direkter da hingehen. Und es funktioniert auch schon. Wenn man schon in den ersten Stunden Spaß gehabt hat, ist es auf jeden Fall ein Spiel, wo man auch dran bleiben kann. Und der Erfolg hat dem Game ja auch recht gegeben, ne? Also für viele eins der besten Spiele des Jahres, hat auch Awards abgeräumt und freut mich, dass Sucker Punch mal auch mit was anderem sozusagen hier punkten kann. Ein Spiel, was lange in Arbeit gewesen ist, wo man sich nicht immer so direkt klar war, okay, was ist das jetzt genau? Ah, Assassin's Creed, ich verstehe. Und nicht unbedingt so im negativen Sinne, weil Assassin's Creed dann natürlich Open World Action mit vielen Sachen, die man machen kann, plus Storytelling nicht für sich gepachtet ist, aber so ein bisschen der naheliegendste Vergleich, der natürlich mit dazukommt, ne? Und man muss es nicht unbedingt als Abziehbild oder so sehen, weil es macht genug selber, um in dem Genre nochmal herauszuragen. Und es ist ein weiterer Beweis dafür, dass bei den Sony Studios durchaus interessante Games entstehen können, auch wenn die nicht so direkt zu 1000% an der Vorderfront stehen. Selbst vor 2 Jahren war es schon, oder war es im letzten Jahr mit Days Gone? Das müsste im letzten Jahr gewesen sein, ne? Und Days Gone war auch eine positive Überraschung für mich, hat mich auch sehr nah dran gehalten, dass ich da sogar die Platin-Trophäe geholt habe. Ist auch eben ein Spiel, das, was man entweder mag oder nicht so direkt den Zugang findet. Und die Leute, die es gemocht haben, probiert das übrigens auch auf der PS5, auch wenn es noch nicht hat. 4K at 60 Frames. Ganz geil ist es, ne? Wenn man es dann damit das erste Mal spielt, anstatt der hakligen PlayStation 4 Slim Version, die ich damals gezockt habe, ist ein Beweis dafür, dass sie es bei Sony gut machen können und gut drauf haben. Muss ein bisschen länger drüber quatschen, aber ist in Ordnung. Auf Platz Nummer 7 haben wir das Remake eines Super Nintendo Titels, ist auch so gegen
Mitte des Jahres rausgekommen, April, Mai, will ich wieder sagen. Und das Original, ich kenne die Vorgänger sehr gut. Ja, ich habe die Remakes von den Vorgängern auch gespielt. Bei dem hier, Super Nintendo Original, wurde erst ein Jahr vorher das erste Mal übersetzt ins Englische. Habe da ein bisschen reingespielt, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber da auch das Remake schon angekündigt wurde, habe ich eher auf das Remake gewartet. Und zwar spreche ich von Trials of Mana, Seiken Densetsu 3. Also der Nachfolger von Secret of Mana, für viele Leute eines der besten Action-RPGs auf der 16-Bit-Plattform auf dem Super Nintendo sozusagen, mit der Spielbarkeit, mit der Technik, wobei eher Grafik und Sound und Storytelling haben, glaube ich, ein bisschen mehr ausgemacht als das Fundament, was unter Secret of Mana lag, weil ich finde da, okay, das Aufleveln, wo ihr jede einzelne Waffe mit x-fach benutzen, dann erstmal aufwerten müsst, ist zu langwierig, ne? Und da können KI-Problematiken mit den anderen Kollegen entstehen, wenn ihr die selber steuert. Ihr habt ein verzögertes Feedback, was eure Angriffe angeht, weil das nochmal berechnet werden muss. Wie viel habt ihr getroffen? Was macht ihr? Und so weiter. Und ich finde, dass Secret of Mana 2 immer noch ein sehr schönes Spiel ist, aber auch schlechter gealtert. Das hat ja ein Remake bekommen vor vielen Jahren, aber da war ja, was schade dran war, ist viel, dass von dieser technischen Pracht von 16-Bit in dem Remake in 3D nicht so übrig geblieben ist, da man eher auf einen simpleren 3D-Stil gegangen ist, der gerne mal mit Handy-Games, mit Mobile-Games verglichen wurde. Da siehst du, okay, ein eher neutraler Font, eine neutrale Schriftart mit den Textblöcken, eher maue und simplere Polygonfiguren, die drin sind. Ich habe aber auch das Remake ganz gerne gespielt von Secret of Mana, weil drunter liegend war immer noch das gleiche Spiel eigentlich als vorher mit den ganzen positiven als auch negativen Eigenschaften und ich habe es trotzdem nochmal ganz gerne durchgespielt. Bei Trials of Mana ist es so, das ist nicht so ein simples Remake, verglichen mit Seiken Densetsu 3, mit Trials of Mana im Original ist, das war auf dem Super Nintendo ja einer der wirklich schönsten 2D-Titel, der noch mehr Charaktere reingebracht hat, mehr einzelne Stories, mehr einzelne Vignetten, unterschiedliche Party-Zusammenstellungen, mehr einfache Durchläufe, die möglich sind, gerade beeindruckt hat bei den Bossen, die da für Super Nintendo-Verhältnisse wirklich krass umgesetzt gewesen sind und da soundtechnisch als auch grafisch eine der Speerspitzen des Genres und diese Art der Games gewesen sind auf dem Super Nintendo. Für Trials of Mana hat man das jetzt eben in so eine ja, Verfolgerperspektive, Third-Person-Action-Adventure-Schale gepackt. Ja, es ist essentiell das gleiche Spiel wie auf dem Super Nintendo, soweit ich sehen konnte, weil ich kenne jetzt das Remake besser als das Original. Ich habe auch das Original eben ein paar Stunden gespielt, um da mal die Vergleiche zu haben. Und eigentlich die Locations wurden jetzt hier neu interpretiert, ob es die Städte sind, ob es die Charaktere, das Gameplay und so weiter sind, dass ihr es nicht von Top-Down da mehr sehen müsst, sondern dass es jetzt ausgewachsene große Locations habt, wo ihr durchlaufen könnt, wirklich auch mit einer Oberwelt, muss man sagen, die dann verschiedene Gegenden, Dungeons, Städte und so weiter miteinander verbindet, Quick-Travel-Fähigkeiten, ob durch euren Flugdrachen oder mit dem Schiff, mit dem ihr Schiff relativ, aber es werdet ihr im Spiel sehen, je nachdem wie das funktioniert, unterwegs seid und wirkt recht groß und umfangreich immer noch, ne? Selbst auch wenn natürlich ein bisschen erweitert wurde jetzt für die 3D-Umsetzung der Welt, die hier, wie gesagt, auch schon um einiges drüber ist, als von dem, wie das Remake von Secret of Mana funktioniert hat. Ich würde nicht mal ganz Mobile oder Handy dazu sagen, weil es schon um einiges aufwendiger ist und jetzt mit Sprachausgabe schön angefüttert wurde, die auf Englisch teilweise ein bisschen nicht ganz so gut gelungen ist, sondern sehr übertrieben klingt, aber kann man schon machen. Aber ich finde es ein hübsch aussehender Titel, der auch vor allem spielerisch durch das Action-RPG-Gameplay mit den verschiedenen Charakteren, Party-Zusammenstellungen, die auch unterschiedliches Gameplay im Nah- und Fernkampf dann ergeben, ganz schön einen Flow erzeugen. Ja, vor allem, wenn ihr euer Dreier-Party zusammen habt und dann eine vernünftige Mischung habt, von wegen, das ist ein Nahkämpfer, der fast schon als Tank funktioniert, das ist jemand, der mit Zauberfähigkeiten mich unterstützt, die KI steuert, während ihr spielt, die anderen Kollegen, weil das ist leider das, was weggefallen ist, dass der Multiplayer aus dem Original nicht mehr drin ist. Ne? Das, ich glaube, bei dem Super Nintendo konntet ihr zu zweit zumindest gleichzeitig auch nochmal spielen. Ich war selten der Multiplayer-Gamer bei solchen Games. Aber hier ist es so, dass eure KI-Kollegen von der KI dann gespielt werden.
und ihr dann jeweils einwechseln könnt, wen ihr gerade spielt, mit wem ihr gerade angreift. Und so funktioniert irgendwann, wenn man ein paar Skills freigeschaltet hat und weiß, wo man hin will mit seinen Figuren, ganz gut. Ich hatte so einen schönen Flow dann eben, wenn ihr durch die Dungeons durchgeht und wisst, okay, mit dem kann ich angreifen, der hat in den ersten Sekunden noch eine Art Abwehr, die aktiviert wird, deshalb gehe ich mit dem vorher rein, dann wechsle ich zu den anderen, während die anderen Leute von mir eingestellt viel Support-Magie machen, dass das schön nicht nur viel auf dem Bildschirm abgeht, sondern dass es da auch richtig kracht, die Zahlen überall herumfliegen. Und ja, haben sich schön umgesetzt, schön gemacht, ne? Finde ich, ist auch, fühlt sich an, als ob das Super Nintendo Gameplay der Ursprung gewesen ist, mit dem man jetzt hier rangegangen ist. Dann kann teilweise ein bisschen unübersichtlich werden und schnell sich ins Gegenteil umschlagen. Ihr solltet also auch schnell bereit haben, dass ihr da entsprechend das Leben, Wasser des Lebens oder so, oder zumindest das Item zum Reviven mit da, wenn die KI nicht ganz hier hinterherkommt und euch da wieder die Magic Points und Hit Points und so weiter auffüllt. Das kann man natürlich alles einstellen oder so machen, dass die eigenen Charaktere da auch unterstützend dabei sind. Aber man sollte auch selber unterstützen und schauen und nicht nur da einfach hingehen und versuchen, Button zu mashen. Viele Gegner brauchen unterschiedliche Taktiken, ne? Und da nach und nach sich durch die Story zu arbeiten, die zwar jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, vor allem, weil sie durch die verschiedenen Charaktere, die man auswählen kann. Na, diese, wie viel waren es? Waren 6 Startcharaktere, wenn ich mich nicht irre, die in verschiedenen Kombinationen dann mitgespielt werden können, die teilweise eigene Bösewichte und eigene Mini-Storylines haben, die dann unterschiedlich durchlaufen werden. Manche sind parallel, so dass da bestimmte Figuren auf den gleichen Gegenüber es dann abgesehen haben, bis es dann zum Ende des Spieles wieder zusammengeführt wird in den Story-Tunnel, um da das Finale zu bieten. Man kann nicht immer, dadurch, dass man viel Freiheiten dann hat, den idealen Storyweg wählen, und teilweise sind manche Geschichten schon nach dem ersten Drittel des Games erledigt, wo er sagt, oh, der große Story-Gegner, der mir jetzt da vorgestellt wurde, ist schon... Der große Gegner, der mir vorgestellt wurde, ist jetzt schon nach einem Drittel des Games erledigt und man hat es auf einmal mit kleineren Sachen zu tun, bevor die Geschichte wieder auflandet und einen dann in den Hauptweg irgendwie mal wieder zurückbringt und einen neuen Twist da mal hinpackt. Ich habe die Story-Sequenzen immer ganz nett mitgenommen, da die ja auch ein paar neue Begebenheiten dann erklärt haben und es zumindest euch offen gelassen haben, in einer anderen Party-Zusammenstellung nochmal von vorne zu beginnen, um dann den Rest zu sehen. War für mich nicht spannend genug, dass ich es dann letzten Endes gemacht habe. Aber für einmal durchspielen, meine fast 20 Stunden, die ich da gemacht habe, weil das Gameplay gut funktioniert hat, die technische Umsetzung gut gelungen ist und grundsätzlich du nicht mehr so viele Action-RPGs hast in dieser Anime-Form, wo noch so schön die 16-Bit-Wurzeln zu spüren sind. Noch gute Neuinterpretationen der Bosse. Wie gesagt, kann ab und zu mal ein bisschen unübersichtlich werden, aber da lernt ihr nach und nach darauf zu achten und macht dann einfach Spaß irgendwann, ne? Und ich finde, also für die Leute, für die das Secret of Mana Remake nicht ganz den Ton getroffen hat, Trials of Mana ist ein sehr schönes Game geworden, das überraschend gut funktioniert, ne? Weil es hätte auch dann in die andere Richtung rübergehen können. Und ich kann euch jetzt nicht direkt sagen, hey, lieber das originale Second Densetsu 3, das originale Trials of Mana in der Collection of Mana auf der Switch spielen oder das Remake hier. Ich persönlich, obwohl ich so großer 16-Bit-Fan bin, würde fast schon das Remake bevorzugen, ne, weil es dann schon mit viel Perspektive ja nochmal neu gemacht wurde nach so vielen Jahren. Aber ich spreche natürlich auch nicht dagegen, sich das Original nochmal anzugucken. Wenn ihr euch das Neue angucken wollt, dann seid euch aber im Klaren, dass es bei mir auf Platz Nummer 7 gelandet ist. Und wir gehen zu Platz Nummer 6, ganz knapp an der Top 5 vorbei. Für viele. Ja, für viele, also es gibt einen gewissen Teil in der Fangemeinde, geht es auch durchaus als Enttäuschung da. Und ich verstehe das auch absolut, gerade was den Umfang angeht und das zum direkt vergleichbarste Remake, was vorher gekommen ist, einen leicht anderen Ansatz genommen hat, der das fast über das Original hat hinauswachsen lassen. Ich spreche von dem Remake von Resident Evil 3, das auch relativ früh im Jahr gekommen ist, war, glaube ich, der letzte Trip, den ich machen konnte, um eine Vorabversion zu spielen. Und hey, ich liebe ja Resident Evil, gerade das Remake von Resident Evil 2 ist super gelungen und hat mir echt viel Spaß gemacht, auch wenn es nicht perfekt gewesen ist in allen Teilen, ne? Aber sie haben eine sehr schöne Neuinterpretation des originalen Resident Evil 2 als Klassikers gemacht. Resident Evil 3 hatte ja so ein bisschen stiefmütterlichen Charakter in der Hinsicht, da es ja ein Spiel gewesen ist, was so
ein bisschen die Action-Schraube hochgedreht hat. Du hattest Nemesis als verfolgenden Charakter im Original, der ab und zu mal aufgetaucht ist und Terz gemacht hat. Und hattest dann aber ein bisschen, auch wenn Rätsel und andere Sachen natürlich immer noch klassisch vorhanden sind, gegenüber Resident Evil 2 war der Rätselfaktor so ein bisschen zurückgedreht. Ne? Und das sind Sachen, die vielleicht nicht jedem geschmeckt haben dann beim Original, wo man sich gedacht hat, hey, bei dem Remake, ja, wenn man gesehen hat, wie Resident Evil 2 geworden ist, kann man ja auf jeden Fall noch an Film drehen. Und das Remake jetzt hier tut es Resident Evil 3 im Original in der Hinsicht nach, dass es weiter ein eher actionbasierterer Fokus ist. Rätsel sind immer noch vorhanden, aber nicht so aufwendig wie bei Resident Evil 2, dem Remake. Und du hast natürlich weiterhin noch Nemesis, der dir als Stalker-Charakter hinterher ist. Technisch eine absolute Bombe. Ne? Ich habe es auf dem PC gespielt. Sieht toll aus, schön umgesetzt, teilweise echt coole Locations, in denen man unterwegs ist, grafische Set-Pieces. Ne? Ich mochte manchmal nur anhalten, mir angucken, was in Vitrinen zum Beispiel drin ist. Jetzt durch das Gameplay auch nochmal ein bisschen dynamischer zu spielen mit einem Ausweichmove, den man zwar sehr gut timen muss, aber der dann nochmal den Kampf gegen die langsamen Zombies verändert, ne, und die anderen neuen Gegner, die dazugekommen sind. Nemesis selber, so cool der hier umgesetzt ist, der ist hier natürlich mehr so eine geskriptete Gewalt, ne, der kommt in gewissen Stellen dann reingesprungen ins Bild und dann ist eine Verfolgersequenz oder sowas gemacht, die natürlich ganz spannend sein kann. Allerdings, da hat Mr. X aus dem Resident Evil 2 Remake dem ein bisschen so die Show gestohlen, weil der war ja auch so der Prototyp im Original, im wahrsten Sinne des Wortes, von Nemesis, der auf der PlayStation-Version damals dazugekommen ist und dann auch entsprechend gestalkt hat. Hier aber im Polizeirevier, ne, wo der ab irgendwann mal eigenständig unterwegs ist und du KI-mäßig dann auch schauen musst, okay, ich habe die Schritte jetzt von da gehört, ich versuche mal in die andere Richtung zu gehen und der dann dich für einen Zeitraum wirklich verfolgt. Das ist wirklich so eine Umsetzung gewesen, wie der Terror richtig gut funktionieren kann, ne, wo man immer so permanent Angst hat und dann, oh Gott, ist er hier? Kommt er hier? Ich höre da hinten, tappt es, kann ich noch das machen, was ich will? Scheiße, hier sind auch nochmal mehr Gegner. Dieses beklemmende Gefühl, das habe ich bei Nemesis jetzt hier bei Resident Evil 3 nicht wirklich gespürt. Ne? Der ist technisch cool umgesetzt und du hast so eine kurze Anspannung eben, oh, schaffe ich das? Ich laufe mal schnell weg, fuck, 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 fuck. Aber das legt sich dann auch, wenn die nächste Cutscene dann kommt, weil du weißt, danach ist er weg und der wird nicht nochmal kommen, wenn es nicht nochmal gescriptet ist. Ne? Und dadurch hat er leider ein bisschen Mr. X eben Nemesis hier die Show gestohlen und bei der Neuinterpretation der ganzen Sachen, ey, sowohl Jill als auch Carlos als spielbare Charaktere toll gelungen, Storyparts, die sie verbaut haben, auch in der Tradition, wie Resident Evil 2 das Remake funktioniert hat, ein bisschen reduzierter eben, was die Locations angeht. Da sind so ein paar Sachen, die es im originalen Resident Evil 3 gegeben hat, die hier entweder nur sehr kurz oder auch gar nicht vorhanden sind. Dann wurden aber andere Locations ein bisschen aufgewertet. Du hast im Grunde, würde ich sagen, was so komplexe geht, durch die du dich durcharbeiten musst, vielleicht 2,5 Locations, ne? Die vom Umfang her dann, wo du sagst, ja, bin ich ein bisschen länger unterwegs, als jetzt wirklich große und aufwendige Sachen, wie es bei Resident Evil 2 dem Remake ist, was auch nochmal ein bisschen mehr Umfang hätte vertragen können. Aber so ist es. Wie viel haben wir bei Rocket Beans TV gebraucht? Ich glaube, 3 Sessions in so Richtung 6 Stunden. Wenn du dranbleibst, ist es so ein Spiel, was man auch gut in 4,5 bis 5 Stunden an einem Nachmittag bis Abend durchspielen kann. Ne? Und das für ein Vollpreis-Game ist natürlich, muss man gegenrechnen. Ne? Wie cool waren diese 4, 5, 6 Stunden für mich, ne? Dass ich dagegen den Vollpreis bezahlen möchte, verglichen mit dem X an Stunden, was bei Resident Evil 2 nochmal dazukommt, wo mehr Spielwert drin ist, durch die verschiedenen Charaktere, mit denen man starten kann, durch die B-Szenarios. B-Szenarios leider beim Resident Evil 2 Remake nicht ganz so cool wie bei dem Original noch, also auf der PlayStation 1 dann damals, weil die hätten hier gerne ein bisschen mehr Varianz haben müssen, aber von dem ist nicht wirklich hier viel drin. Na, und ich habe es auch mal Speedrun-technisch versucht, weil das Remake von 2 habe ich ja auch gespeedrunnt und hier ist es mehr, kann man machen, ne, weil mechanisch hast du natürlich das, was wie es vorher funktioniert hat, aber der Weg ist relativ Standard und ordinär und du hast nicht so viele Optionen mit dem, was du da wirklich anstellen kannst und groß variieren kannst. Ne? Und das ist mehr so ein Game, was du einmal spielen, einmal genießen kannst, im besten Fall nicht den Vollpreis dafür bezahlen, weil das vernebelt einem vielleicht auch noch wirklich dann mal die Sicht darauf, dass man sich auf das Spiel vernünftig einlassen kann. Weil es ist ja auch, ne? Dann sitzt ihr am Abend da, 70 Euro dafür, na, schön,
Ne? Und es war zwar schön und es macht auch Spaß innerhalb der Zeit, aber hätte gerne noch mal ein bisschen ausgekleideter sein können. Und ja, ich hatte es, als ich es durchgespielt habe, ein recht positives Gefühl da und auch gedacht, hey, mal gucken, was noch im Rest des Jahres kommt. Aber ich würde sagen, hey, das hat mehr als genug Spaß gemacht, dass es ganz oben landet durch die Elemente, die ich erwähnt habe und die Perspektive. Wahrscheinlich kann man sich das für sich ein bisschen höher einordnen, wenn jetzt die ganzen Angebote kommen dafür, dass man nicht ganz den Vollpreis dafür bezahlt. Es ist gegenüber Resident Evil 2 Remake das schwere Spiel, aber Resident Evil 3 als Remake macht auch so viel Spaß. Und deswegen ist es meine Nummer 6. Das war's für heute, Leute. Ja, ein bisschen umfangreicher gequatscht, aber das muss bei einigen Games so sein. Muss ja nochmal sagen, warum sie sich hier lohnen, auf der Top 20 2020 mit dabei zu sein. Bleibt dran auf rpgheaven.de und bald geht's weiter mit dem nächsten Teil.